Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und wir sind heute in Duisburg unterwegs und schauen uns ein sehr bekanntes Objekt an, nämlich den sogenannten Honigbunker. Und ich denke, dass wir heute ungefähr 2 bis 3 Stunden benötigen, um uns alles anzuschauen. Und ich hoffe und wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So, ich habe zur Sicherheit eine Decke mitgebracht, aber ich sehe, der Zaun ist auf. Sehr komfortabel. Schaut euch das mal an. Da gibt es gar nichts. Überhaupt kein Problem. Ich lege die Decke trotzdem mal für uns hier drüber. So. Rucksack. Und zack. Durch. Und drin sind wir. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Weil es gibt noch Wachschutz, wie ihr seht, auf dem Gelände. Scheint auch noch relativ frisch zu sein, aber nicht von heute. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal in die Botanik rein. Lass liegen, die nehmen wir gleich wieder mit. Also wir sind hier auf dem Gelände einer ehemaligen Stahlverarbeitungsfirma. Details werde ich nicht verraten. Ich meine, jeder, der sich mit der Szene ein bisschen auskennt, wird schon wissen, wo wir uns gerade befinden. Und hier sehen wir sogar noch die alten Schlacke Hinterlassenschaften. Von da oben wurde die Schlacke dann runtergeworfen. Oder entladen und hat sich dann hier aufgetürmt. Und hier finden wir schon die ersten Hinterlassenschaften, die allerdings nichts mit dem Bunker selbst zu tun haben. Aber jeder, der sich für die Geschichte des Ruhrpotts interessiert, könnte hier vielleicht schon Interesse für haben. Ja, und ihr seht hier die elektronischen Gegenstände. Manchmal findet man auch Motorräder. Also hier wird immer das Diebesgut dann auseinandergenommen und in Einzelteile dann verkauft. Und wir müssen jetzt hier hoch. Rein, aber das schenken wir uns heute. Also auch hier im oberen Bereich ganz deutlich zu sehen die Spuren vom Wachdienst. Und das ist das Gelände. So, und da ist schon mal ein Eingang. Könnt ihr sehen, wie tief das da reingeht. Aber wir gehen noch einen weiter. Wo wir durch die Röhre müssen. Und das müsste der sein. Ja, das ist er. Da gehen wir jetzt rein. So, meine Freunde, jetzt geht's da rein. Man muss hier aufpassen, dass man sich nicht den Kopf stößt. Deswegen immer noch gebückt bleiben, bis man aufrecht stehen kann. Und jetzt sind wir im Teil des Honigbunkers, wo damals die Versehrten des Krieges untergebracht wurden, sprich die Leute, die im Krankenhaus waren. Und das ist der Teil, der früher dann als sogenannter Krankenhausbunker bekannt wurde und war. Das wäre auch noch ein Eingang, aber wir haben auf jeden Fall den bequemeren genommen. Natürlich viel Müll hier und da sehen wir schon eins der Highlights, nämlich die Röhre.
da müssen wir jetzt durch. Und ich empfehle auf jeden Fall immer Handschuhe mitzunehmen. Das Schlimme ist, ich bin der Letzte. Das bedeutet, die haben auf jeden Fall schon gut Staub aufgewirbelt. Und überall der Kalk. Mega, oder? Schon ordentlich Licht, weil der dunkle Fels sehr viel von dem Licht auch schluckt. Und da vorne sehen wir überall Stalaktiten. Schaut euch das mal an. Ultra. Richtig gut aus. Schon besonders. Hier geht links ein Raum rein und hier Stalagmiten sind das, glaube ich. Das sind Stalaktiten und das sind Stalagmiten, genau. Dank meiner treuen Follower weiß ich nämlich, dass Stalaktiten von oben wachsen. Die Erklärung oder die Eselsbrücke spare ich mir. Aber die Eselsbrücke funktioniert bei mir auf jeden Fall gut. So. Hier war mal eine Mauer. Die wurde aufgemacht. Und hier ist der Anfang von dem Krankenhausteil. Das war früher alles weiß gestrichen, das sieht man hier noch ganz gut. Da auch, damit man wenig Licht benötigte. Hier braucht man auch die Taschenlampe nicht so hochregeln, weil das Licht natürlich deutlich besser reflektiert. Und hier ist der Teil eingebrochen oder nie fertiggestellt. Das kann natürlich auch sein, wobei es eher aussieht wie abgebrochen. Schaut euch das mal an. Das ist wahrscheinlich fast das gleiche Weiß wie damals, als es gestrichen wurde durch die Auswaschungen. Hier sind noch alte Bahnschwellen. Verliest war.
Frage ist ja auch, warum das zugemacht wurde. Hier sehen wir schon weitere Verbrüche. Also das Erdreich arbeitet auf jeden Fall. Da, seht ihr das? Sogar noch die Kabel für die Beleuchtung zu sehen. Wow. Richtig gut. Also ich war schon so häufig hier, bestimmt 6-7 Mal. Aber aus meiner Sicht das Beste, was Deutschland zu bieten hat, aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und man hat hier halt viele verschiedene Bauweisen. Das ist hier noch völlig Natur und hier ist dann betoniert. Und hier war mal der Eingang. Eingänge sind immer sehr breit, damit viele Menschen gleichzeitig reinkommen können. Weil, stellt euch vor, früher war das Radar etc. ja noch nicht so ausgereift. Das bedeutet, die Vorwandzeit, die war relativ kurz. Auch hier riesige Betonstücke von der Decke runtergekommen. Hier hat man versucht zu graben. Das ist alles neu, was hier runtergekommen ist. Und schaut euch mal an, wie verwinkelt das alles ist. Stellt euch vor, ihr seid verletzt, seid also oben in dem Krankenhaus drin und dann fallen die Bomben bzw. die Bomber sind im Anmarsch. Und dann müsst ihr hier runtergebracht werden und oben die ganze Stadt wird bombardiert. Und man spürt das ja, man hört das. Und dann ist man hier und wenn man Pech hat, sind die Eingänge verschüttet oder draußen brennt es, die Gase kommen hier rein. Möchte man sich alles gar nicht vorstellen. Ui, ist die Tür auf? Ne, die ist zu. Da vorne ist die Straße. Aber hier war früher das gesamte Gitter bzw. der Rahmen war noch komplett erhalten. Die ist komplett weggefault. Tja. Das sind halt auch schon über 80 Jahre. Auch hier noch die Isolatoren, wo die Beleuchtung dran war. Kabelschellen, auch hier Isolatoren, auch hier, die habe ich damals gar nicht gesehen. Der Sturz. Und überall diese Abzweigungen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Bereiche entweder dafür waren, dass da die Patienten lagen oder vielleicht wurde da sogar operiert. Und das ist wirklich besonders. Schaut mal die Decke. Unvorstellbar schön. Mega. Wunderschön. Und irgendwann werden die den Boden berühren. Das werde ich wahrscheinlich aber nicht mehr erleben. Und auf dem Boden sehen wir auch ganz viele Stalagmiten. Und hier gibt es sogar eine Durchreiche. Und das ist alles, der ganze Boden ist voller Kalk. Krass, das ist der Blick. Ah.
rein. In den Krankenhausbunker. Auch hier die ganzen Wände. Und gefällt dir? Ist toll, ne? Wir machen gleich ein paar Fotos, wie ihr da drunter steht. Auch die Wände, ne? Der ganze Kalk. Komplett weiß. Schaut euch das mal an. Ja. Da oben finden wir auch Isolatoren für die Beleuchtung. Und schaut mal an, welche Formen, bizarren Formen das schon angenommen hat hier. Das sieht ja gespannt aus. Wie so eine Öffnung. Boah, wie eine Öffnung. Toll, wirklich toll. Hier haben viele Kerzen aufgestellt für Fotos. Und das ist einmal der Blick zurück. Und am Anfang dachte ich, die sind weich, aber die sind steinhart. Absolut steinhart. So, hier sind so Einbuchtungen. Häufig waren die mit Glasscheiben ausgestellt und da war dann das Operationsbesteck drin. Und anscheinend wurden hier Drogen konsumiert oder so. Schaut euch das an. Also das wird wahrscheinlich ein OP-Bereich gewesen sein. Unvorstellbar, unter diesen Rahmenbedingungen zu operieren oder operiert zu werden. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, da wurde operiert und hier ist Naturstein. Das ist schon crazy. Ja, hi meine Freunde. Also, wir haben den ersten Teil vom Honigbunker so gut wie geschafft. Wir werden jetzt hier noch ein paar Fotos machen, ein bisschen Videos für TikTok auch und ein Thumbnail-Foto. Und dann werden wir wieder durch die Röhre zurückgehen. Und dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal von draußen, vielleicht aber auch nochmal von der Röhre. Ich muss mal genau gucken, je nachdem, wie ich mich gleich anstelle. Und dann gehen wir in die restlichen Bauwerke rein. Also ich hoffe, bis hierhin hat es euch schon mal gefallen. Uns hat es auf jeden Fall sehr imponiert, was wir hier gesehen haben. Und in diesem Sinne, bis gleich. So Leute, ich war jetzt schon 5-6 Mal hier, aber das habe ich noch nicht gesehen. Ich lade das mal auf. Schaut, mach mal Licht aus. Licht aus. Schaut euch das mal an. Man sieht es nicht mehr wirklich stark, aber nach über 80 Jahren haben wir hier noch Leuchtstreifen. Ich habe einen Wind gemacht. Cool. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das Leuchtstreifen sind, dann könnte das vielleicht damals ein Eingang gewesen sein. Ja, das könnte damals ein Eingang gewesen sein, der heute zu betoniert ist. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, wir können. So, also wir sind jetzt fertig und werden jetzt wieder durch die 15 Meter Röhre krabbeln. So sieht das da aus. Deine Größe kommt dir zugute. Er kann da fast aufrecht stehen durch. Da haben wir den Ausgang. Ein anderes Klima wieder. Ja. Den haben sie jetzt tatsächlich zugemacht, ja. Aber das schaffen wir, oder? Ja, klar. Das schaffen wir auf jeden Fall. Sehr spitzer Stein.
nicht gewusst, dass du filmst, hätte ich es ein bisschen graziler gemacht. So. Honigbunker Teil 2. Auch hier können wir die Reste der weißen Wandbemalung noch erkennen. Hier sehen wir noch ein Stahldraht und Stahlseil. Oh, krass. Ja, das Wasser steht auf jeden Fall hoch. Gut, dass wir Watthosen mit haben. Hier ist ganz viel Abraum. Da lohnt es sich oft auch noch zu suchen und zu graben. Aber die Zeit haben wir jetzt nicht. Da ist häufig dann noch irgendwas Altes zu finden. Hier oben ist eine kleine Nische eingefügt und da ist Holz. Hier war wahrscheinlich die Beleuchtung dran montiert. Ja, das ist wahrscheinlich. Schaut mal, hier ist sogar noch das Kupferdraht, das Kupferkabel dran. Sieht auch spannend aus. Das war die Gasschleuse. Hier sehen wir noch die Reste der Belüftung. Mittlerweile für Vogel Nistplatz. Auch hier wieder ein Raum. Höchstwahrscheinlich für die Patienten. Gesundungsraum. Hier sehen wir noch einen alten Teeträger. Mehrere untereinander vielleicht. Waren hier die Betten an der Wand montiert, seht ihr das? Das könnte sein. Das ist natürlich doch krass hier. Wahrscheinlich Beleuchtung. Auf diese ganzen Details habe ich früher nie geachtet. Okay, das ist richtig Matsche. Das Holz. Boah, stinkt das. Boah. Durch das Rohr. Die Frage ist, wofür waren die Rohre? Auf jeden Fall auf derselben Höhe. Aber nicht gegenüber. Also die haben nichts miteinander zu tun, die Rohre. Trotzdem interessant, wenn man wüsste, wofür die waren. Hier ist sogar, ach, hier oben war die Rohre dran, natürlich. Das bedeutet, hier lagen die Patienten und hier ging das Rohr komplett durch und hat den Bereich mit Frischluft versorgt. Ja. Das war wahrscheinlich ein Überdruckventil. Und das, genau, das ist die Gasschleuse. Hier waren Türen drin, genauso wie hier. Und hier sieht man sogar noch die Zarge. Und da wurde die Tür eingehangen. Und das war die Gasschleuse. Gasschleuse hatte ich ja schon häufig erklärt, deswegen erspare ich euch das. Krass. Gut. Auch hier wieder Kabelschellen, Befestigung, alles noch da. Hier hat man das rausgebrochen. Auch das ist eine Gasschleuse. Und das ist der Ausgang, der ehemalige oder Eingang, wie ihr das möchtet. Hier gibt es sogar noch einen alten Wasserhahn. Da geht's raus. Oder ging es raus? Genau. Auch hier die Zarge noch komplett vorhanden.
Hier scheint ordentlich Sediment nachgerutscht zu sein, ne? Ja, das war normal. Mhm. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Trockenen Fußes. Auch hier Gasschleuse bedeutet, da vorne muss also auch ein Ausgang sein. Und Ausgang? Ja. Hallo. Ach, ist ja baugleich wie drüben. Aber danke. Ja, ist auf jeden Fall baugleich. Bedeutet, wenn der hier zum Beispiel Eingang verschüttet war, hatte man noch die Möglichkeit, hier rüber zu entkommen oder halt auch in das Bauwerk reinzukommen. Andere Bereich, auch 1:1 identisch mit dem, wo wir gerade drin waren. Auch hier waren die Rohre an der Decke. Das sieht spannend aus, Leute. Das sieht auf jeden Fall spannend aus. Ob das nur eine Befestigung war oder vielleicht eine Lampe dran war, I don't know. Oi. Da ist der nackte Stein, nackte Fels. Und nochmal links, rechts geguckt. Also ich denke, hier werden die Betten dran gestanden haben. Das ist wahrscheinlich. Und hier hätte man sich auch durchgegraben. Die Frage ist nur, warum? Vielleicht für Frischluft, was aber eigentlich keinen Sinn macht. Sogar das Holz ist noch da. Der Jerry ist mal hier reingekrabbelt für ein Video. Eine alte Lampenfassung ist noch da. Ja. Und das ist wahrscheinlich sogar die alte Wandfarbe, die wir hier sehen, mit dem Muster. So, dann würden wir uns jetzt unsere Watthose holen. Und dann geht's auch schon in den dritten und letzten Teil, nämlich da, wo die Beschussanlage ist. Die werden wir uns dann gemeinsam anschauen. So. Herzlich willkommen zum Teil 3. Das ist quasi auch der finale Teil des Schollensystems. Hier müssen wir gleich mit Watthose rein und hier befindet sich auch die Beschussanlage. Und so sieht der Eingang aus. Da gehen wir jetzt rein. So, wir sind jetzt drin. Und da geht's zur Beschussanlage. Wir gucken uns aber erst hier rechts um. So, falls ihr mal vorhabt, hier hinzukommen, steigt erst hoch in den normalen Schritt, wenn ihr hier seid, weil hier gibt es überall diese ehemaligen Haken und so weiter. Und die kann man sich gut ins Kreuz jagen. Das ist mir beim ersten Mal passiert. So, auch wieder Stollen. Verbindungsstollen. Hier waren garantiert auch damals Menschen untergebracht. Und hier gibt es noch so eine Ablaufrinne. Und die ersten Indizien, dass dieser Bunker auch in der Nachkriegszeit noch genutzt wurde. Nämlich relativ neue Schellen. Die anderen waren ja deutlich älter. Hier ist der Durchbruch. In dem Bunker waren wir gerade. Die waren also damals untereinander verbunden. Und das ist ein Kugelfang, Leute. Hier wurde mit Handfeuerwaffen geschossen. Und hier hat man verschiedene Einsätze einbauen können. Da seht ihr es. Um die Durchschlagfestigkeit von verschiedenen Platten zu sehen. Das ist ein Kugelfang. Hier stand der früher. Und da haben sie dann drauf geschossen. Deswegen hat man den auch zumontiert. Und das hier ist höchstwahrscheinlich, bin mir nicht zu 100% sicher, aber auch entweder eine Lichtschranke
Oder aber auch hier wurden Platten zwischengestellt. Ups, hier wird es tief. Ja, ne? Für die Stahlplatten, ne? Mhm. Ja, das denke ich auch. Die sind bestimmt woanders gestanden. Ich glaube, die standen hier. Vielleicht dahinter. Und das war damals noch nicht. Noch gehen wir doch dahinter, wo der Kran ist. Da kommen aber die großen Abschüsse. Das ist hier nur für Handfeuerwaffen. Aber das. Vielleicht stand der wirklich mal woanders. Wir lassen diesen Bereich zurück. Hier sind wir wieder am Eingang. Auch hier hatte man mal versucht, den zuzuschütten. Aber gab genug Leute, die haben das Ding wieder freigegraben. So. Oh. So. Und alles voller Mülltüten. Also Leute, Mülltüten funktionieren nicht. Oh, hier waren sogar welche und haben aufgeräumt. Guck mal. Das ist aber nett. Weil der ganze Bunker war voller Mülltüten. Schön. Extra für uns. Extra für uns. So, und ich glaube, die Gänge schenken wir uns. Das sind einfach nur Gänge. Wir gehen direkt schon mal zu dem Bereich, wo wir uns umziehen müssen. Und schauen uns dann das Tor an. Die anderen beiden kennen das hier noch nicht, deswegen schauen die sich nochmal die beiden Gänge an. Ihr habt nichts verpasst, Leute, weil die Gänge einfach nur Hohlgänge sind, ohne etwas. So, schaut euch das mal an. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und hier, das sind noch alte Beschussplatten. Haben sie netterweise aufgeflext. Das war früher nicht so offen. Von hinten. Oben gibt es sogar noch einen Kontaktmelder. Was? Ja? Gucken wir uns gleich mal an. So, das ist der Umzugsbereich hier. Aber wir können erstmal den trockenen Weg noch gehen. Das hier sind Dämmplatten, weil wenn die geschossen wurde, das war natürlich laut. Und das sind hier alte Dämmplatten. Hoffen wir, dass das kein. Aha. Hoffen wir, dass das kein Asbest ist, wa? So, du kannst dich an das Rohr erinnern, oben. Wird wahrscheinlich die Gasschleuse damals gewesen sein. Ein Geheimgang. Und hier ist noch eine alte Tür. Boah. Alte Bahnschwellen. Gut vermodert. Und
das war damals der Eingang oder Ausgang für die Leute, die hier gearbeitet haben. Die Lichtschalter, Kabelliebe waren schon da. Hältst du mal? Vielen Dank. Ich will nur kurz Bescheid sagen. Nicht, dass er uns sucht. Auch hier wieder die Ausbaustufe. Hier ein ehemaliger Ausgang und da gibt es noch einen Geheimgang. Und hier hat man sich sogar versucht reinzuflexen, seht ihr das? Wurde aber wieder zugeschweißt. Ob du da durchkommst. Bitte? Das ist die einzige Chance, da durchzuklettern. Und machst du? Klasse. Nimmst du die Kamera mit? So, alle Lieben, jetzt ist Zeit, die Watthose anzuziehen. So, sobald wir die angezogen haben, melden wir uns wieder. Auf geht's. Hier finden wir noch alte Taster. Wir gucken uns mal ein bisschen hier um, was wir noch alles so entdecken. Alte Unterverteilung. Das alte Tor liegt hier auf dem Boden. Hier oben ist auch ein Taster oder ein Alarm vielleicht sogar. Und hier ist doch die alte Beleuchtung. Ich denke aber, das ist von der Nachkriegszeit. Mal gespannt, ob wir die auch brauchen, die Watthose, oder ob Gummistiefel ausgereicht hätten. Schaut euch mal dieses alte Fahrrad an. Man hat sich die Mühe gemacht, das wirklich hier auch reinzubringen. Bis nach ganz hinten. Eine Aussparung. Höchstwahrscheinlich über ein Kontrollpad oder Sicherung eingebracht. Auch hier
Interessante Lampe. Oh, hier ist sogar noch der Kasten davor. Aber leer. Die Lampe ist auch komplett tadellos im Schuss. So, ab hier hätten wir keine Chance mehr mit Gummistiefeln. Also Watthose ist auf jeden Fall Pflicht. Eine alte Tür. Und hier ist ein Notaus. Und das ist der Blick zurück. So. Und wir betreten jetzt die Beschussanlage. Und überall sind diese Kontakte. Panzertür? Ja, Panzertür. Und hier finden wir noch ein bisschen Kabel. Ihr müsst auf jeden Fall auf die Löcher im Boden achten. Gut. Wasser ist sehr klar, aber ich glaube, ja, da seht ihr das, wenn man da durchläuft, dann wird das Wasser trüb, weil die ganzen Teilchen, die sich am Boden abgelagert haben, aufgewirbelt werden. Wow, und da seht ihr die Beschussanlage. Das ist sie. Von da aus wurde geschossen und hier ist die Beschussanlage und wir gehen direkt rein. Wow, schaut euch das an. Mega. Unfassbar. Hierauf wurden die Metallplatten befestigt. Ihr seht auch hier ganz viele kleine Löcher. Damit konnte man den Winkel einstellen. Wie die meisten bestimmt wissen, sind Panzerplatten auf Panzern angeschrägt, angesteilt. Das hat zum einen den Hintergrund, dass die Wahrscheinlichkeit eines Abprallers größer ist. Und auf der anderen Seite, wenn man so eine Platte neigt, dann ist der Durchmesser beziehungsweise die Dicke, die Stärke ist größer, weil man mehr Material angeschrägt zur Verfügung hat. So, hier ist noch eine alte Panzertür, aber die ist komplett fest, leider. Da würde mich schon interessieren, was dahinter ist. Und hier sehen wir Einschläge von den Projektilen. Einige sind auch durchgegangen im Laufe der Zeit. Das Holz noch komplett da. Weist auch ganz viele Partikel auf. Das ist der Blick zurück. Auch hier ganz viele Einschläge von den Schrapnellen. Da größere auch. Da ein ganz großer. Mega. Absolut mega. Und hier von den Schrapnellen ist der ganze Baumstamm zerfetzt worden. Auch hier Einschläge. Und das ist die Panzerplatte von hinten. Die konnte natürlich ausgewechselt werden. Die war hier so hängend oder fliegend aufgehangen. So, fliegend aufgehangen. Und da gab es sogar Durchschüsse. Guckt euch das mal an. Auch da. Mega. Das wäre ja krass, wenn wir hier noch Projektile finden würden. Aber ich glaube, die sind zerschellt bei der Detonationswucht oder bei dem Aufschlag. Ich denke nicht, dass sie explosiv geschossen haben, sondern Wuchtprofile. Projektile, mein Gott. Wuchtprojektile. Und nochmal einen Überblick. Und was sagst du? Guck mal, ich sehe dich nur noch lächeln.
Mega, oder? Mega. Ja, das Ding ist richtig, richtig gut. Absoluter Wahnsinn, das Ding. Da vorne gibt es sogar noch einen offenen Bereich. Hier war Werkzeug und Ersatzteile gelagert. Auf der anderen Seite auch. Auch hier mit Holz ausgestattet. Aber mehr als Schrauben finden wir leider nicht. Boah. Und wie fühlst du dich in der Watthose? Gut. Gut? Ist kalt oder geht? Nicht kalt. Nee. Ja, das Wasser geht auf jeden Fall. So, hier waren Schiebetüren. Die konnte man schließen, wenn es gerade keinen Beschuss gab. Und das ist die Mechanik dafür. Natürlich mit zwei Elektromotoren. Und dann konnte man die schweren Panzertüren zuschieben. Und das ist nochmal der Blick in die Beschussanlage. Ultimativ. Wirklich ultimativ das Ding. Wir gehen schon mal weiter. Ich denke, das sind normale Türen. Ja, mehr oder weniger normale Türen. Hier können wir noch eine Unterkonstruktion erkennen für Kabellage. Allerdings auch hier Kabelliebe waren schon da. Alles demontiert. Und schaut mal hier. Alte Schalter. Alles noch da. Stotzkontakt. Auch hier Hauptschalter, 380 Volt an, aus. Blick zurück. Belüftung oder Entlüftung. Jetzt wird's kalt, deine Beine. Ein alter Schaltkasten. Sieht so mit Batterien sogar. Wahrscheinlich eine Notbeleuchtung. Und schaut euch das mal an. Boah. Richtig gut. Und das Wasser steht mir jetzt bis zum Klöten. Also, Watthose ist auf jeden Fall Pflicht. Boah, schaut euch das mal an. Schaut euch das an. Hier können wir sogar noch die alte Skala erkennen. Und hier ist ein alter Schaltkasten. Und da haben sie die Kabel netterweise noch dran gelassen. War dem wahrscheinlich zu wenig. Hier haben sie es demontiert. Und hier muss man aufpassen, dass man nicht umfällt. Wow. Ja, schwere, schwere Tür. Richtig schwere Tür. Vielleicht war hier die Munition untergebracht. Auf jeden Fall waren hier elektrische Schalttäfel. Tafeln? Täfeln. Boah! Schaut euch das mal an. Die komplette Technik ist noch hier. Boah! Ultimativ, Leute. Schaut euch das an. Plattenstandblende, CUSA-Schaltung, AEG, der Stapler, 380 Volt, Blende, Plattenstandventilator, alles einzeln abgesichert hier. Ein Trafo. Richtig gut, Leute. Richtig gut. Das war auf jeden Fall die tiefste Stelle vom Wasser. Hier geht es langsam wieder etwas flacher. So, links müsste eigentlich zu sein. Genau, nee, da geht's noch weiter. Ich glaube, da bin ich noch nie lang gegangen. Das sind gar keine Bahnschweller, die wir gesehen haben.
Das sind die Stopper von der Beschussanlage, die Holzschweller. Ah, doch. Es ist Ende hier. Blick zurück. Oh, wie weit man gucken kann. Unvorstellbar. Oh. Hinfallen wäre blöd. Das Wasser ist nämlich richtig, richtig kalt. Und wir haben noch ein bisschen was zu sehen. So. Das ist ein alter Schlauch. Teile von der Beschussanlage, von der Decke und Teile von der Belüftung. Und hier war der Haupteingang, ein riesiges Tor. Und da oben war so ein Spiegel dran, damit man die Leute, die hier gearbeitet haben, auch überwachen konnte, dass sie keine Munition mit rausgeschleust haben. Und hier konnte natürlich dann die Munition etc. auch angeliefert werden, bequem, ohne dass die Anwohner das sehen. Hier ist heute ein fetter Riegel vor und das ist das Wachhäuschen, wo wir jetzt reingehen. Oh, jetzt fühle ich mich auf einmal so schwer, weil ich keinen Auftrieb mehr habe. Aber das ist noch runtergeranzt hier. So, das war das Wachhäuschen. Hier sehen wir noch ein bisschen Technik. Hier wurde auch mit Steinen drauf geschossen oder geworfen. Und hier saß dann der Pförtner. Und das ist der rückwärtige Blick in die Anlieferungshalle. Alles noch aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und dann Nachnutzung als Beschussanlage. Vorsicht, Lebensgefahr. Ich korrigiere mich, hier ist das Wasser am höchsten. Und hier sind die Toiletten und die Duschen. Werden wir jetzt den Bereich der Beschussanlage verlassen und werden uns die andere Seite anschauen. Und die ist auch nicht weniger spannend. So, da ist wieder unser Tor, der Umzugsbereich und diese Seite haben wir noch nicht besucht. Das tun wir jetzt. Auch hier liegt wieder ein Gitter auf dem Boden. Ich kenne die Zeit noch, da war das montiert. Oh, hier muss man
aufpassen, dass man sich die Watthose nicht kaputt macht. Hier gibt es noch alte Schalter. Oh, das ist aber nett. Früher musste man hier sich durchquetschen und jetzt haben die netterweise Platz gemacht. Ehemaliger Schacht. Der ist mir damals auch nicht aufgefallen. Also es hat sich auf jeden Fall mächtig was getan. Da bin ich sehr glücklich, dass man sich hier nicht durchzwängt. Früher musste man sich hier durchzwängen. Jetzt nicht mehr. So. Auch ein sehr spannender Raum. Aber erstmal muss ich eindringen hier. So, schaut euch das mal an. Unfassbar. Beleuchtung oben, Kettenzug, komplettes Gestell. Ich denke, das wird der Kanal für die Beschussanlage gewesen sein. Da. Also ich denke, das wäre der Raum, wo die Kanone stand oder das Geschütz, ich weiß nicht genau was. Und da hat man die verschiedenen Läufe liegen gehabt. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Dann konnte man hier über die Laufkatze die Läufe montieren und dann hat man hier durchgeschossen. Hinten auf die Panzer. Das ist auch ungefähr die Höhe, also höchstwahrscheinlich wird das so gewesen sein. Hier muss man echt aufpassen, Leute. Schaut mal, dass man da nicht reintapst. Oh, ist das eng. Mein Gott, ist das lange her. Hier konnte man durchgucken. Da gab es ein Guckloch. Boah, schaut euch das mal an. Vorsicht, Munition, nicht rauchen, nicht mit Feuer und Licht hantieren, Streichhölzer und Zündwaren nicht mit in das Lager nehmen. Höchste Lagermenge, patronierte Munition mit 250 Kilogramm Ladungsgewicht entsprechen 1360 Kilogramm Munitionsgewicht. Also, das war der Raum für die Munition. Da gehen wir jetzt rein. Bisschen Silent Hill. Hier wurde nochmal extra abgedichtet, damit die Munition auch trocken blieb. Also maximal 250 Kilogramm Munition. Und hier habt ihr nochmal den Blick zurück. Da, wo das Geschütz oder die Kanone stand. Auch richtig schwere Türen. Aber leicht noch zu bewegen, ein bisschen. Boah, schaut euch das mal an. Also es ist sicherlich mit die beste Anlage, wenn nicht sogar die beste Anlage, die wir in Deutschland haben, wenn man sich für Bunker interessiert. Und jeder, der bis hier dran geblieben ist, der interessiert sich ja für Bunker. Boah, ich bin auch ganz glücklich, das Wasser gleich verlassen zu können, weil es doch richtig kalt ist. Und man sieht jetzt schon fast nichts mehr auf dem Boden. Und es sind halt Löcher, häufigerweise. Und auch hier wieder
Allerdings, das Ding ist schon ordentlich gerupft worden. Stromzähler, Alter. So, wir sind wieder am Hauptgang. Langsam da. Da gehen wir gleich lang. Wir gehen jetzt mal hier lang. Ja, der Bunker wurde, wie viele andere Bunker, in der Nachkriegszeit für die Champignonzucht genutzt. Und die ganzen Regale wurden, oder sind die Überbleibsel davon. Wir hatten jetzt ein, zwei Jahre einen sehr trockenen Sommer. Da war hier fast kein Wasser drin. Jetzt haben wir wieder die normale Höhe, die ich auch kenne. Aber ich habe Fotos gesehen. Da war das Ding hier komplett von Wasser befreit. Also nicht komplett, einige Bereiche. Weil schaut euch mal an, wie tief ich hier gerade im Wasser stehe. Das dauert, bis das Grundwasser. Und da ist der Ausgang. Oh, meine Füße sind eingefroren. So. Wir haben noch einen Bereich. Also ihr seht, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video schon ist. Ich habe ja immer abgebrochen, aber wir sind bestimmt schon bei 40, 50 Minuten. Ein alter Anhänger. Krass. Und hier ist die Lüftungsanlage runtergekommen. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn geschossen wurde, dann sind giftige Dämpfe entstanden und die mussten natürlich schnellstmöglich abtransportiert werden nach draußen. Auch hier in der Nachkriegszeit für Champignons genutzt und während der Nutzung vielleicht für Ersatzteile, vielleicht aber auch für Munition. Vielleicht wurden auch hier die Projektile gelagert. Und hier gibt es noch einen weiteren Ausgang, der aber auch zugemauert ist. Und damit haben wir tatsächlich den gesamten Honigbunker erkundet. Und ich melde mich gleich nochmal wieder aus dem Raum, wo die Kanone stand. Hier nochmal der Blick auf diesen Anhänger, Trailer, Lore. Ich weiß es nicht, kann es nicht genau erkennen. Und auch hier wieder der Blick zurück. Bis gleich. So, meine Lieben, also ich habe ja gesagt, ich melde mich auf jeden Fall nochmal zurück aus dem Raum, wo die Kanone höchstwahrscheinlich stand. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch ein wenig gefallen. Ich habe einen neuen aktiven Follower bzw. ein Kanalmitglied, so ist es ja richtig formuliert, nämlich den Favorite Urbex. An dieser Stelle vielen lieben Dank, Mr. Favorite Urbex. Ich habe gesehen, Sie sind auch auf TikTok unterwegs und auf Instagram. Also an dieser Stelle könnt ihr euch gerne mal den Kanal von Favorite Urbex anschauen. Und ja, wir werden jetzt hier nochmal eine Bestandsaufnahme machen. Ich werde die beiden mal fragen, wie es denen gefallen hat. Ich hatte auf jeden Fall noch mal ein paar neue Aha-Elemente, habe den Bunker noch mal mit ganz anderen Augen gesehen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie immer am Ende von diesem Video,
würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Ich würde mich auch über Kritik freuen, sofern sie kritikfreundlich formuliert ist. Und das Wichtigste ist allerdings, dass ihr vielleicht auch meine anderen Videos schaut und die Videos an eure Freunde und Familie weiterleitet, damit der Kanal größer und größer wird. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei jedem einzelnen Follower für die Zeit, die er sich jetzt genommen hat, weil das Video ist auf jeden Fall richtig lang. Und in diesem Sinne bin ich raus, euer Random Life. Bis zum nächsten Mal. Und, was hast du? Mega geil. Mega geil. Absolut. Was hat dir am meisten gefallen? Alles. Alles, die ganze Anlage. Wahnsinn. Mega. Schön.